Leute, ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass es noch schlimmer geht. Ich habe ja erst heute ein Video gemacht, in dem es um Respektlosigkeiten des Sommertransferfensters ging. Wir haben über Ronaldo und Lewandowski gesprochen, aber auch über einen, nämlich Frenkie de Jong und den FC Barcelona. Aber was ich jetzt gerade gehört und gelesen habe im Internet, ist ein heftiger Skandal. Die Liga in Spanien geht ja dieses Wochenende los und der FC Barcelona hat noch immer nicht auch nur einen einzigen Spieler, der Neuzugänge registriert. Sie müssen Geld bekommen und zwar schnell. Das ist der Grund, weshalb sie schon den ganzen Sommer versuchen, den mega loyalen und lieben Frenkie de Jong loszuwerden, weil er einfach viel zu viel Geld bekommt. Weil dieser Typ jedoch bleiben will, scheint Barca nun zu einem Mittel zu greifen, was einfach nur extrem ekelhaft ist, wirklich ekelhaft pur. Man droht ihm einfach mit einer Klage, dem eigenen Spieler, denn angeblich hat man in den Papieren von seiner Vertragsverlängerung 2020, welche vom vorigen Präsidenten durchgeführt wurde, etwas gefunden, was nicht korrekt abgelaufen ist. Es wird sogar gesagt, dass die letzte Vertragsverlängerung einfach kriminell war und man rechtliche Schritte gegen alle Beteiligten machen muss. Und zu allen Beteiligten gehört nicht nur der kriminelle Präsident, also Bartomeu, sondern auch Frenkie de Jong. Eine Ausnahme würde Barca aber machen, wenn Frenkie de Jong akzeptiert, zum alten Vertrag zurückzukehren. Konkret geht es um eine Vertragsverlängerung, die am 20. Oktober 2020 gemacht wurde. Damals hatte de Jong für 2 weitere Jahre bis 2026 verlängert. In der neuen Vereinbarung sei das Gehalt für die Spielzeiten 2020-21 und 21-22 um 18 Millionen Euro gekürzt worden. Dafür sollte er diese Summe aber in den restlichen 4 Vertragsjahren verteilt bekommen. Offiziell ist zwischen beiden Parteien allerdings alles in Ordnung. Er hat Angebote, aber wir wollen, dass er bleibt und er will auch bleiben. Das sagt zumindest Laporta. Aber insgesamt glaube ich ihm nicht, dass er wirklich möchte, dass er bleibt, sondern ich bin mir sicher, er möchte, dass er geht, damit man halt die ganzen Neuzugänge registrieren kann. Es gäbe wirklich nichts Peinlicheres für Laporta, wenn sie keinen einzigen Neuzugang registrieren können. Selbst wenn sie nur einen Typen nicht registrieren können, selbst das wäre mega peinlich. Aber stellt euch vor, Barcelona kann einfach keinen einzigen Neuzugang, nicht mal die Vertragsverlängerungen von Roberto und Dembélé registrieren. Manchester United und Barcelona hatten sich im Juli bereits auf eine Ablöse von insgesamt rund 85 Millionen Euro geeinigt. Der Wechsel ist jedoch aufgrund fehlender Zustimmung des Spielers bisher nicht zustande gekommen. Berichten zufolge ist aber auch der FC Chelsea und Thomas Tuchel an de Jong interessiert. Und auch die Bayern sind angeblich an Frenkie de Jong interessiert. Schreibt mir eure Meinung zum FC Barcelona gerne in die Kommentare, Leute. Und lasst ein Abo da, wenn ihr keine weiteren News mehr verpassen möchtet.